Hi, mal wieder zu Styx Critics. Ich bin Jestix und heute teste ich Carabao Energy Drink. Diese kleine, medizinisch giftig anmutende Flasche wurde mir von jemandem gesponsert, den ich vor 20 Jahren noch Maltino nannte. Das Getränk kommt aus Thailand und heißt dort Karabudang oder Deng oder so ähnlich. Das bedeutet roter Büffel. Woran erinnert mich das bloß? Doch bevor ich herausfinde, ob es sich hier um einen Red Bull-Klon handelt, gucken wir uns das Fläschchen doch mal genauer an. Grüne Flasche, roter Kreis und darauf ein stilisierter Büffelschädelknochen, auf dessen Stirn eine rote Friedenstaube. So sieht es zumindest aus. Der rote Kreis sieht irgendwie aus wie so ein Notknopf. Das tote Büffeltier symbolisiert nicht gerade das blühende Leben. Und die Taube, na, wenn ihr meint, logisch scheint mir das ganze Design nicht. Auf der Seite der Flasche steht ein Warnhinweis. Kinder und schwangere Frauen sollten den Koffeinkonsum eher einschränken. Okay, das steht ja irgendwie immer drauf, aber jetzt kommt's. Maximal 5 Flaschen pro Tag. Klingt erstmal übertrieben, aber die Fläschchen enthalten ja auch nur 150 Milliliter, also geht das vielleicht? Nee, eigentlich, Okay, wie viel Gift tun sich denn Kinder und schwangere Frauen damit an? Gewohnte 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Also Koffein, versteht sich. Und über das Taurin sind keine Mengenangaben. Außerdem sind die Farbstoffe Alurarot AC und Tartrazin drin. E129 und E102. Allerdings steht auf der Flasche nirgends das obligatorische Warnhinweissätzchen. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinflussen. Beeinträchtigen heißt es. Normalerweise ist das Pflicht. So dürfte das Fläschchen hier also eigentlich in Deutschland nicht verkauft werden. Damit aber nicht genug der Giftigkeit. Der Konservierungsstoff E211 ist drin. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte bei Wikipedia nach, zum Beispiel. Insgesamt also ganz schön giftig. Probieren werde ich es natürlich trotzdem. Ich erwarte bei so einer Zutatenliste natürlich nicht besonders viel. Eigentlich quasi fast nichts mehr. Es riecht sirupartig süß. Könnte einer der süßesten Energydrinks werden, die ich je getrunken habe. Na schaut mal, da haben sich die Giftstoffe doch gelohnt, das Alurarot AC und das Tartrazin. Nicht. Also ja, es sieht schon netter aus als die meisten super verblassten Energydrinks. Es sieht nach einem sehr kräftigen Energydrink aus. Es hat was Medizinartiges wie die ganze Aufmachung. Könnte auch Lebertran sein. Ich trinke dieses Giftwässerchen auf meinen kleinen Bruder. Prost. Wait. Also, kohlensäurefrei. Das ist süß. Das ist süß. Das ist sehr süß. Es schmeckt allerdings nicht schlecht. Keine Säure. Unglaublich viel Süße. Es ist sirupartig süß. Ich neige dazu, es nur in winzigen Schlücken zu trinken. Dadurch wird es nicht besonders babbig im Mund, aber ich versuche es mal mit einem größeren. Nee, es bleibt tatsächlich einigermaßen erfrischend. Verwunderlich. Ich muss dem Zeug besseren Geschmack attestieren, als ich erwartet hätte. Okay, meine Erwartungen waren auch saumäßig, aber es schmeckt passabel. Das 150 Milliliter Mini-Fläschchen kostet zwischen 70 Cent und 1,20 Euro. Man kann es im Internet bestellen oder bei Asia-Shops kaufen. So, ich halte nicht viel von Konservierungsstoffen, die giftig sind, was die meisten wohl sind, und dieser ganz sicher, das E211. Dann halte ich nicht besonders viel von diesen Farbstoffen, die Kinder bekloppt machen. Insgesamt muss das Zeug nicht sein.
Es schmeckt nicht schlecht. Es ist pfandfrei. Aber es ist auch kein absolutes Muss. Probiert es gerne mal aus, aber trinkt es nicht in den Mengen, in denen es für Schwangere empfohlen ist. So maximal 5 Fläschchen am Tag. Das war's dann auch schon. Trinkt gerade von diesem Gift bitte nicht zu viel und tschüss. Ich glaube ja, wenn Wacken in Thailand läge, dann würde das Wacken Open Air von Carabao gesponsert. Na, warum? Warum? Ja, seht ihr es? Ja. Ja, ist mir auch egal. Was? Ihr könntet noch einen Videovertrag? Wie wäre es dann mit Sexergy? Oder vielleicht doch lieber 9 mm?